Hey liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Freakotastischen Folge Days Gone. Ja, wir müssen jetzt hier hoch zu Zaras Gedenkstein und ich höre gerade von der Entfernung aus hier ein paar Schüsse dort oben. So. Wow, was ist denn hier passiert? Das Tor war doch beim letzten Mal noch unten. Oben meine ich. Oder täusche ich mich hier? Plünderer kümmern sich um die Freaks. Ja, ja, macht schon, Leute. So. Weg mit den Freaks. Und dann auch noch weg mit den Plünderern natürlich. Plünderer. Was macht ihr hier oben? Zersprengt dort nicht alles. Ansonsten müsst ihr leider drauf gehen. Ich denke mal, Deacon wird nicht sehr nett so reagieren, wenn irgendwas mit dem Stein sein wird oder so. Und wie komme ich denn jetzt gerade hier hoch? Also jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen, oder? Nein, hier muss ich durch. Dann hier rechts entlang. Ja. Okay. Gut, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. So, wo sind die Plünderer? Da drüben ist jemand. Wir gehen das mal näher ran, leise. So. Oh, oh. Komm, 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 komm. Weg mit dir. Hey, warum geht das nicht? Hallo? Okay. Komisch. Hey, du da. Moment mal. Die Person kenne ich doch. Die hatten wir doch mal gerettet. Ja, scheint so. So. Hey, ich bin's. Bosa sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll und vielleicht hat er recht. Ich weiß nicht. Neulich hat sie ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Ripper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich habe so eine, wie heißt das, mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Usa, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaube das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich habe sein Leben riskiert. Für ein Ersatzteil. Ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Es hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Bosa besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du. Ja, aber das wird wahrscheinlich der falsche Weg sein. Weil Sarah wird ja hier irgendwo noch, denke ich mal, in der Nähe sein. Bestimmt an dem Ort vielleicht, wo die mal herkommt, die mit dem Heli. So. Wir müssen zurück zu unserem Bike. Karte hierhin machen wir dann. Okay. Gut. Weiter geht's. Oh, bitte jetzt nicht verletzen hier. Ah, shit. Natürlich. Verletze ich mich. Das war jetzt ungünstig.
Was ist das? Ein Brett, okay. Nee, da behalte ich lieber hier die Machete, die ich gerade habe. Die ist da auf jeden Fall um Welten besser als so ein Brett. Wenn man nichts anderes hat, klar, dann nehme ich gerne das Brett so als Nahkampfwaffe. Aber ansonsten, nee, immer das bessere Zeug. So, da wollen wir mal weitermachen. Moment, ich sehe gerade, unser Bike ist schon ein bisschen leicht Schrott gerade. Los geht's. So, wir müssen auf jeden Fall wieder neue Teile sammeln. Und ich muss mal nochmal absteigen, oder? Nein, das dort oben ist auf Max bei uns. Okay, gut. So, und ich muss auf jeden Fall neue Teile suchen. Ich muss mal fix noch eine Kartenmarkierung hier machen. So, gut. Wow! Holy moly! Was geht denn hier ab? Eine Herde. Ja, das nenne ich mal viele Freaker. Ach du Schreck. Ich habe einen Plan, eventuell, wie wir noch mehr solche Zombie-Freaker-Ohren bekommen könnten. Indem wir die alle zu der Mauer locken, weil dann schießen ja die Leute von dort auf die Freaker drauf. Und dann könnten wir die so eigentlich ausschalten, mehr oder weniger. Oh, aber ich glaube, die werden uns nicht folgen. Oh shit, nein! Das war alles anders gedacht. Ich sollte meinen Plan vergessen. Lauf. Wir müssen mein Bike später wiederholen. Auf jeden Fall. Wie ist denn Lauf? Komm schon, komm schon, komm schon. Renn, 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 renn. Feuern. Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Der war schon mal hier. Los! Erledigt, kriegt ihr alle. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir jetzt gleich erstmal jede Menge Ohren dort. Ich weiß. Sehr gut. Lass ihn rein. So. Ich würde sagen, wir holen jetzt unser Bike. Danach will ich erst dort drin schauen. So, jede Menge Ohren haben wir hier. Da ist jemand am Tor. Gut. Ja, aber ich will jetzt auf jeden Fall mein Bike unbedingt wieder zurückholen. Ich will das nicht dort hinten stehen lassen und später austollen. Das ist interessant. So. Ja, das lief gerade halt leider gar nicht so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, so richtig. Ich wollte halt gerne alle dorthin locken. Mit dem hier.
Dort oben sind noch jede Menge Freaker. Ich glaube, die Horde, ja. Die Horde ist ein bisschen weiter weg jetzt, oder? Das ist jetzt unser Bike. Gut. Moment. Wir zerstören das. Los. Gut. Dort haben wir jetzt noch ein Nest zerstört. Sehr schön. Und hier oben gibt es dann gleich noch ein bisschen Benzin. Da werden wir uns dann was holen. Gut, da wären wir. Kein Job verfügbar. Sein Mist. So, was haben wir hier hinten? Das würde ja bedeuten, wir haben momentan gar keine Mission, oder? Nein, hier ist was. Mache das Hinterhalt-Camp ausfindig. Okay. Naja, dann machen wir das jetzt als nächstes. Auch gut. Na los. Okay, dann habe ich wohl jetzt anscheinend gerade hier das Symbol verwechselt, was so Missionen betrifft. Naja, kann auch mal passieren. So, Benzin mitnehmen. Benzinkanister. Und wieder wegmachen. Oh. Gutes Timing. Komm schon, tank das Ding voll. Das war's. Gut. Okay, wir schalten die dort aus. Los. So, gib mir dein Ohr. Dankeschön. So, und hier liegt auch noch ein Ohr rum. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Und so. Ja, aber wir brauchen jetzt auch wieder ein bisschen Schrott für unsere Kiste, ja. Deswegen lieber mal was jetzt schon mitnehmen. Ist, glaube ich, besser so. Schrott ist immer gut. Ja, Schrott ist immer gut, Deacon. Gut. Und jetzt auf zu diesem Lager dort, was wir ausfindig machen sollen. Oh, ein Wolf. Okay, den schalten wir aus. Oder die, sollte ich mal eher dazu sagen. Die Wölfe. Okay, zwei Stück haben wir. Der dritte ist irgendwo hingerannt. Frisches Fleisch. Ich habe das Gefühl, der wird wahrscheinlich zurückkommen. So, gib mir dein Fleisch. Lecker Fleisch kommt auf den Tisch, so saftig süß. Okay, weiter geht's. Boah, was war das? Da war irgendwas auf der Straße. Das war eine Bärenfalle. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Okay.
Tucker, Deacon St. John an, Deacon St. John an Ada Tucker. Deek, hast du sie gefunden? Ja, Tucker, das hab ich. Und, sie ist auf dem Rückweg. Moment. Sie ist weg? Allein? Naja, sie hat sich eins der Bikes genommen und sagte, sie findet allein zu euch zurück. Sie wollte meine Hilfe nicht. Ach, scheiße, Deek. Du hättest sie herbringen müssen. Wieso, Tuck? Wieso? Stimmt was nicht? Wieso, Tuck? Wieso? Stimmt was nicht? Gibt's einen Grund, warum sie nicht zurückkommen sollte? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Wie viele Drifter waren da gerade? Und es gibt doch so viele mehr. Ein Mädchen wie Rose. Hab doch keine Ahnung, was da draußen lauert. Ich weiß nicht, Tuck. Vielleicht doch. St. John Ende. Na, also diese Tuck ist mir an manchen Sachen so ein bisschen unsympathisch, muss ich ja schon so sagen. So, alles hier noch mitnehmen. Gut. Jetzt müssen wir dieses Camp säubern. Na klasse, ich sehe da oben schon so einen Scharfschützen-Laser, so einen Scharfschützen-Gewehr-Laser. Und die machen wir hier rein am besten. Dort durchs Wasser, würde ich sagen, ja. Jetzt ist, glaube ich, so eine der besten Varianten. Wo? Oh. Die nehme ich mit. So. Diese Bärenfalle legen wir hier hin. Auch wenn das vielleicht nicht so das beste Versteck ist dafür. So. Jetzt schalten wir die Person dort erstmal aus. Weg mit der. Der erste ist erledigt. Jetzt der Rest von euch. Gut. Gibt's hier hinten was drin in dem Fahrzeug? Nein, okay, wir können es gar nicht öffnen. Steht da jemand? Ja. Ach Mist! Nein! Ja, Mist, ey. Irgendwann bleibst du stark! Verdammt, Mist! Super! Das war alles anders geplant. Wir sind hin! Gottverletzt! Wartest du einfach nur! Alter, was geht denn hier mit der ab? Ihr fällt ihn gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das? Na los. Wow. Da drüben. Ey, gib mir mal deine Axt. Wo? Ich seh dich da drüben. Der läuft ja nur herum. Zurück, zurück, zurück. Wir brauchen kurz ein Gewehr los. Jetzt nach oben schnell. Schnappt euch das Schwein, er hat sie erwischt. Vorsicht! Nein! Sie sind hin! Armbrust. Wirf die Rohrbombe! Nein, 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 nein! Boah, Hilfe, ey. Lass uns probieren, die zu flankieren von hinten. So. Hier entlang schnell. War doch was. Ja, ich dachte, da ist jemand. Hab mich. Hey, was sagst du, hä? Du musst hier doch nicht sterben! Wir brauchen unsere...
Nein. Geht drauf. Komm schon. Los geht's, du. Scheiße, nachladen. Was? Wo? Der versteckt sich. Gleich hier, los! Okay, warten kurz. Los. Einfach kurz warten hier ein bisschen. Ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. So. Hör zu. Ich zähl jetzt bis drei. Warte, ich komm dich holen. Dann lässt du die Waffe fallen und kommst raus. Eins, kurz das Sturmgewehr hier nehmen. Zwei. Drei. Jetzt hab ich dich. Na schön. Also dann nochmal. Jetzt hab ich dich. Gut. Weg mit dir. Greift ihn an. Wir haben ihn. Los, rückt weiter vor. Interessant, wo habt ihr mich denn? Okay, ich bin unterwegs. Bleib stehen, verdammt! Sie sehen mich. Mist. Bleib stehen. Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer! Boah, Hilfe! Boah, zur Hölle! Yeah, nur noch einer. Puh. Ihn sofort verfolgen. Er entkommt umsonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ruhig. Na, Roach. Roach. Du kennst ihn, ein Kumpel von Leon und Alvarez. Aber ich hab ihm vertraut. Oh Gott, verdammt, Tuck. Das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Forks verloren. Ah, gut, okay. Ich versuche ihn aufzuspüren. Hey! Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. So, der Bunker ist vielleicht hier irgendwo. An dem Gebäude könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass es hier vielleicht irgendwo nach unten geht. So, ist hier vielleicht irgendwie was? Ich sehe bis jetzt leider nichts. Was haben wir hier? Ein Sammelobjekt, okay. Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Loot hier, aber auch auf jeden Fall. Aber wo ist der Bunker? Wo ist der Bunker? Hier oben vielleicht irgendwo. Was haben wir denn hier? Hier geht's bestimmt nach draußen wieder, ja. Wo würde ich einen Bunker haben? Also ich würde ihn eigentlich beim Gebäude haben. So. Aber dort haben wir ja drinnen nichts gesehen. Das ist halt für mich so die logischste Sache. Bunker, Bunker, Bunker. Wir müssen gleich nochmal dort oben schauen. Ich glaube, der wird dort oben irgendwo sein. So. Bunker, Bunker, Bunker. Hier ist nochmal so eine Pflanze, die wir mitnehmen können, ja. Das nehmen wir auch noch mit, das Schrottzeug, was hier drin ist. Achso, damit sind wir jetzt gerade auf Max. Minimal, okay. Könnte denn hier so ein Bunker sein? Das ist nichts. Geht das mit dieser Ansicht hier? Dass man damit das irgendwie sieht.
So. Okay, ich höre auf jeden Fall was. Da hinter dem Felsen ist diese Kreatur, glaube ich. Entweder bin ich jetzt gerade schon ein paar Mal vorbeigelaufen dran, oder der ist halt wirklich sehr gut irgendwo versteckt. Aber da unten war ich. Ich finde halt leider gerade echt hier nicht diesen Bunker. Ich will den halt auch eigentlich nicht hier ungelootet lassen, weil da sind ja meistens sowas wie Rezepte oder sonst was Gutes drin. Hier ist nichts, das aussieht wie eine Bunkertür oder so. Hier liegt was am Boden. Ja, können wir aber nicht mitnehmen. So. Wir hauen uns mal hier was rein. Zack. Und stellen auch wieder was Neues her. Hier stellen wir auch noch was her. Gut. Ich will nochmal hier hochschauen. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass hier oben eine Bunkertür ist, weil die muss ja wieder auf dem Boden sein. Aber naja, wenigstens ist hier nochmal ein bisschen was an Stuff dabei jetzt gewesen. Ich finde es halt einfach echt gerade nicht. Halt, was war das? Was ja auch sein könnte, vielleicht liegt ein Körper gerade drauf. Dass wir vielleicht jemand erledigt haben, dort wo der Bunker ist. Und er liegt gerade zufällig genau dort drauf, auf dem Eingang. Oder gehört das hier noch zu denen ihrer Basis? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Das ist doch schon wieder der Ausgang, oder nicht? Lass mich gehen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall hier wieder ein Eingang. Ja, wir müssen nochmal zurück hier. Das ist auf jeden Fall falsch. Vielleicht dieses 88 Meter, was es mir jetzt gerade anzeigt. Aber wage ich auch zu bezweifeln, oder? Führt mich das zu dem Bunker? Nein, nur zu diesem roten Kreis. Und der muss ja hier irgendwie mit dem Bunker zusammenhängen. Hier muss ja irgendwo der Bunker sein. Wir laufen jetzt nochmal hier überall hier lang. Da! Okay, darauf wäre ich absolut gar nicht gekommen. Wusste ich doch. Ja, ich wusste es nicht, Steven. So, rein da. War gut versteckt. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Viele von euch erinnern sich wohl nicht an den Kalten Krieg. Aber damals war das Leben auch eine Art Hölle. Jedes Mal, wenn man ein Flugzeug gehört hat, dachte man, das war's jetzt. Das ist der Flieger, der uns die Bombe auf den Kopf wirft. Und wir überlebten die rote Angst. Niemand wusste, ob der Nachbar rot-weiß-blaues Blut in den Adern hatte. Jawohl. Der Kommunist war rot im Herzen. Man traute niemanden. Mein Vater, er ruhe in Frieden, lehrte mich, dass man in dunklen Zeiten nur im Untergrund überleben kann. Mit ihm baute ich meinen ersten Bunker. Doch wir konnten ihn nicht im Garten bauen, wo die Nachbarn spionierten. Wir mussten raus in den Wald gehen, weit weg von der Straße, wo niemand ihn finden würde. Mit einem Bunker weiß man, dass man, wenn das Land völlig den Bach runtergeht, einfach den Einstieg öffnen und reinklettern kann, dann ist man sicher. Mit Funkgerät und massig Vorräten und Waffen.
Das hat sich nicht geändert. Lieber ein Bunker graben als ein frühes Grab. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, Cope, wie ist das für die armen Kerle gelaufen, die den gebaut haben, den ich gerade geräumt habe? Nicht so gut, schätze ich mal. Die waren nämlich schon lange tot, bevor ich überhaupt hinkam. Nun gut, dann folgen wir jetzt mal unserer Markierung. Schnell weg hier wieder. Halt, war hier unten nicht diese eine Horde? Oder verwechsel ich hier gerade das Gebiet? Ich weiß es gar nicht. Kurz Karte öffnen. Die restlichen Pillen, okay. Ja, das ist das. Okay. Bike, du bleibst hier. Lass mich genau umschauen. Da, da ist was. Was haben wir hier? Jetzt hab ich dich. Tucker, ich hab ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Dick, lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Was zur Scheiße, Tucker? Lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Oh, Scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh, komm schon, Roach. Wo willst du hin, ha? Ich bin immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Ich muss aufs Bike schießen, auf das Bike schießen, Dick. Roach, halt an, ich will nur reden. Ja? Deswegen schickt Tucker dich zum Reden? Ja, Gottverdammt, wenn ich dich töten wollte, dann wärst du schon tot. Am Arsch. Ich weiß, was du mit Liam und Everest gemacht hast. Wir haben ihn. Lass ihn nicht entkommen, Dick. Nein! Verdammt! Roach, hast du es etwa eilig? Wo willst du hin? Zur Hölle, St. John! Ein Bike, was meinst du? Fahr zur Hölle! Achtung, er will dich rammen! Na los! Oh shit, hinter mir! Wo willst du hin? Du entkommst mir nicht! Na super. Runter! Ja. Lass sie nicht in Kauf! Ja, wir müssen näher ran. Los, los, los! Scheiß Ding, fahr schneller! Aber wir nähern uns langsam wieder. Ein mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Eigentlich kann ich ausschalten. Ich hab's doch schon geahnt. Shit! Bleib jetzt stehen! Du scheiß Heini! Scheiße! Ich hab dich, du Arschloch!
Hey, Roach. Wie läuft's denn, Kumpel? Siehst du? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Dick, nein. Ich hab nichts gemacht. Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Dick, nein! Nein, sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Dick, ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich! Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich Erkal. Okay, das haben wir geschafft. Hey, Tuck, ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Elkai soll Leute schicken. Lebt der noch? Komm schon, bitte. Hatte er die Pillen? Ich krieg das hin. Dick, nein, bitte. Ja, noch wir waren Kumpel, ja, weißt du noch? Wenn das so bleiben soll, dann sollte Elkai seinen Arsch hochkriegen. St. John Ende. Bitte. Ich will nicht sterben. Lass mich nicht so zurück. Komm schon, verrückte Frage. Hast du schon mal was von einem... Wozu denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht habe. Ich will sie ein bisschen aufheitern und sie hatte früher so ein Ding. Mann, keine Ahnung. Der Geschenkeladen beim Belknap-Krater? Oder vielleicht Marion Fox? Ja, okay. Danke. So, weiter geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, hier. Hier hin, okay. Gut. Dann machen wir mal dorthin. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nie. Gut. Wie weit ist es denn noch? Weil unser Benzin wird langsam wieder knapp. Deswegen müssen wir darauf schon so ein bisschen achten. Wären Wagen. Ja, aber da wurde schon geplündert. Mist. So. Geschenkeladen. Hier muss es doch sowas geben. Ja, mal gucken. Halt, wie kommen wir da erstmal rein? Hier ist alles verbarrikadiert. Ah, hier. Gut. Sehr schön. Wir haben so ein Donnerei. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz nach Benzin. Hier drin ist anscheinend was, okay. Wir müssen auf der anderen Seite rein. Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was Benzin auf einer Toilette macht, aber nur gut. Seltsame Sache. Muss ich mir vormerken, muss ich bei mir auch machen. Falls es eine Apokalypse oder so ist, ja, dann habe ich da immer ein bisschen Benzin gelagert. So, jetzt bringen wir der Kleinen das Donnerei. Ich denke mal, sie wird sich drüber freuen. Und sie ist ja auch schließlich gar nicht so weit von uns entfernt hier gerade. Scharfschützenhinterhalt, verdammt. Einfach weiterfahren. Ich glaube, da trifft es nicht, wenn wir hier hinten entlang fahren. What? Natürlich. Er ist der beste Scharfschütze der Welt. Okay, schnell weiterfahren. Cool, er hat unser Fahrzeug so gut wie zerlegt damit.
Und wir haben nicht mehr viel Schrott. Wir brauchen unbedingt neuen Schrott. Was da geht. Das sollte reichen. Na super. Okay, wir müssen schnell nach Fahrzeugen hier Ausschau halten, die wir ein bisschen öffnen können. Das geht nicht. Doch. Wir müssen erstmal ein Stückchen hier weiterfahren. Schießt uns noch dieser irre Typen da ab. So, wir fahren mal kurz hier hoch. Oh, was haben wir denn da? Na los. Oh. Gut. Wir haben neues Fleisch. Sehr schön. So, alle hier etwas schlachten. Was zum... Ach, Scheiße. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Okay, da hat er ein Stückchen Schrott dabei. Gut. So, weiter geht's. Wir müssen wieder auf den Weg. Alter, was ist das denn für ein Truck hier? Ich glaube, der ist von der Army. Okay, da ist aber nichts drauf, leider. Die Gegend hier gerade ist sehr leer, wie ich finde. Also hier finden wir gar nicht so richtig was. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Schrott wieder. Vielleicht klappt sie hier mit dem Wagen, oder? Nein, da geht auch nicht. Gut. Dort hinter müssen wir. Wir stellen mal unser Fahrzeug hier ab, würde ich sagen. Das passt hier, denke ich mal so. So, ich habe das Donnerei. Lisa, ich... Geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. Na, also der Kleinen geht's hier wirklich gar nicht so gut. Hier geht's hier wirklich gar nicht so gut. So, ich würde sagen, wir schlafen auch, bis es wieder hell wird. Ich mach mal kurz ein Nickerchen. Ist vielleicht besser so. Gut. Und schon wieder bereit.
Erstmal Heilung rein. Beweg dich. Jawohl. Halt, was war hier? Ah, so eine Pflanze, okay. Und Karte, was haben wir denn noch hier? Haben wir vielleicht bei der Tucker jetzt eine neue Mission, die wir annehmen können? Mal schauen. Was steht hier? Kein Shop verfügbar. Okay, schade. Ja, dann haben wir jedenfalls dort die nächste Mission. Ich erinnere mich, Rückblende, lerne von Sarah, wie man Lavendel sammelt. Okay. Gut, Leute. Dann machen wir das. Dann machen wir die Mission, würde ich sagen. In der nächsten Folge dann. An der Stelle war es das erstmal nämlich mit dem Video hier wieder. Schreibt mir gerne einen Kommentar und lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da für mehr von Days Gone. Und natürlich um den Channel zu supporten. Das war's. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüssi.